geht weiter mit Gothic 1 und wir haben gleich Kapitelwechsel. Oh yeah, ich freue mich schon so sehr. Was wir theoretisch auch machen könnten. Ah, das spoilere ich nicht. Ah, das mache ich nicht, das ist doof. Das mache ich nicht. Wir kriegen aber bald wieder eine Menge XP, glaube ich. Eine Menge XP. Oh, wir können gleich wieder Coverlorn besuchen. Oh, vielleicht sollte ich mal hier das Ding hochmachen. Können wir nochmal einmal kurz bei Reordihan vorbeischauen. Hallo sagen. Hast du noch irgendwas? Sei gegrüßt. Sei schmischrade. Bevor ich jetzt hier Gebietswechsel, Kapitelwechsel mache. Irgendwas Cooles? Wir nehmen die Heiltränke. Oh lol, 3000, alles klar. Naja, wir gucken mal. Weg. Weg. Die geben halt schon gut Geld, würde ich sagen, ne? Zwei Handwaffen. Aber weißt du, was wir für... Na komm, wir können so einen Scheiß hier verticken. Nehmen wir halt alle Heiltränke mit. Alter, die geben richtig Asche. Zwei Handwaffen. Müssten theoretisch mal... Theoretisch sollten wir im Sumpflager gehen und alle Templer umboxen. So. Wir könnten nochmal schlafen gehen. Wir könnten nochmal... Ich weiß nicht, ob irgendwer noch Kohle hat von denen. Wir könnten nochmal bei Wolf vorbeigucken. Aber wir haben doch eigentlich alles... Das Kapitel ging ja jetzt gefühlt ewig. Ne? Deswegen wird er doch nichts mehr haben. Das haben wir ihm doch schon alles weggekauft. Der da unten hat auch nichts mehr. Der kriegt aber neue Ringe gleich. Auch interessant. Dafür könnten wir ein bisschen Kohle brauchen. Der hat aber auch nichts mehr, ne? Der hat Pfeile. Aber Pfeile kriege ich bald auch wieder von meinem guten Freund Coverlorn. Oh, ich habe noch 1400. Und es gibt noch mehr Kapitel. So, ich kann mir die immer wieder... Dann kann ich die immer noch kaufen. Theoretisch. Das war doch klar, also ich glaube, Pfeile werden wir nicht so häufig gebrauchen. Vor allem, wenn wir vielleicht bald Zweihand spielen. Ja. Naja, wir gehen jetzt erstmal ins nächste Kapitel. Gucken wir mal. Es gibt jetzt gleich erstmal schön wieder 5000 XP oder so, weil wir die Quest auch noch beendet haben. Hallo Saturas. Bring mich ins nächste Kapitel. Gib mir mehr Schaden. Bitte. Ich habe unter dem Stonehenge einen Fokus gefunden. Fantastisch! Nun haben wir alle 5 Fokussteine in unserem Besitz. Deine Taten sind von unschätzbarem Wert für unser Lager. Sei dir meines ewigen Dankes gewiss. Gehe nun zu Reordihan. Er wird dir einen Ausgleich für deine unermesslichen Mühen geben. Alles! Sprich auch mit Kronos, dem Hüter des Erzes. Auch er wird dir ein Geschenk unserer Gemeinschaft überreichen. Mögest du... Okay, ist immer noch kein neues Kapitel. Fick dich halt! Kann ich irgendwo sehen, welches Kapitel ist? Nee, kann ich nicht. Reordihan. Geht's erst weiter, wenn ich hier sag, was wir als nächstes machen sollen? Saturas sagt. Saturas sagt, yes. Du hättest eine Belohnung für mich. Schön viele Tränke. Ja. Komm näher. Wir alle hier im Lager, ja, in der ganzen Kolonie sind dir zu großem Dank verpflichtet. Finde ich auch. Nimm dies als einen Finde ich auch. Habe ich... Oh, Entschuldigung. Irgendwelche Permatränke. LOL! Geschicklichkeit, Stärke. Nice! Stärke werde ich ja eh nicht mehr maxen können, so wirklich. Auch wenn ich ein bisschen reinknallen muss. Reordihan kann ich auch gleich gehen, ne? Wir machen erstmal weiter. Wollte halt nur jetzt noch nicht gucken wegen... Warte, was ist mit dir los hier? Ich kann nicht Magier werden. Bin ich jetzt krass genug? Bin ich bereit? Ich sehe, du bist einer unserer Söldner geworden. Aha. Sehr gut, sehr gut. Alles Weitere wird sich mit der Zeit... Arschloch, ich hasse ihn. Nefarian, stirb doch. Irgendwann krieg ich dich auch noch. Euch alle kriege ich irgendwann. So, was passiert als nächstes? Kann nun die Sprengung des Erzhaufens beginnen. Wir haben jetzt alle Artefakte zusammen, die unser großes Vorhaben benötigt.
Doch die Erschaffung der Barriere wurde von 12 Magiern durchgeführt, um die gewaltigen Energien zu kontrollieren und in die richtigen Bahnen lenken zu können. Sind wir Wassermagier nicht genug? Was machen wir dann? Mir ist bewusst, dass du schon sehr viel für unsere Gemeinschaft getan hast und wir stehen tief in deiner Schuld. Doch im Interesse aller Koloniebewohner muss ich dich noch um einen weiteren Gefallen bitten. Yo! Ein weiterer Gefallen? Ja. Begib dich ins alte Lager und versuche einige der Feuermagier für unsere Sache zu gewinnen. Voll abwerben. Warum sollten die Maden den Speck verlassen wollen? Ein Zusammenbruch der Barriere würde ihre Machtposition zunichte machen. Genau aus diesem Grunde musst du dich um diese schwierige Mission kümmern. Der Tau drauf, Typ. Du kennst Leute aus allen Lagern der Kolonie. Erinnere die Feuermagier an die alten Zeiten, als wir noch gemeinsam die magischen Künste studierten. Ich glaube, jetzt ist Kapitelwechsel. Nun gut. Ich werde versuchen, die Feuermagier zu überreden. Aber ich kann nichts versprechen. Es scheint mir fast unmöglich. Du musst es versuchen. Wenn du keinen Erfolg hast, dann gibt es nur noch einen. Einen was? Vergiss das. Du musst Erfolg haben. Hier. Ich muss. Diese Zauberrune. Überbringe sie Koristo, dem obersten Feuermagier, als Zeichen unseres Vertrauens. Damit kann er sich jederzeit vorbei an allen Wachen mitten in diesen Raum teleportieren. Ich hoffe, das überzeugt unsere ehemaligen. Wir haben eine Rune. Von unseren guten Absichten. Teleportationsrune. Geil. Kapitelwechsel. Mögest du in Los. Einem Stück zurückkehren. Los, Kapitel 4, Xardas. Yes. Geil. Neues Kapitel. Riordian. Erstmal direkt wieder alle Händler abgrasen. So, was hast du? Hast du vielleicht Permatränke zum Handeln? Nö, gar nichts. Nur ein paar neue normale Tränke. Die will ich jetzt aber nicht kaufen, weil wir gucken, müssen erstmal Händler abgrasen. Der kann nix. Der sagt mir sowieso, ich darf nix. Könnten jetzt theoretisch mal Lee nach einer neuen Rüstung fragen? Okay, Lee ist nicht da. Ich weiß, wo Lee ist. Jetzt schon? Echt? Der Typ ist jetzt schon weg? Moment mal. Ist das Oryk? Oryk steht hier draußen. Okay. Okay, neue Waffen. Also das passiert mir nicht. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, jetzt eine neue Einhandwaffe zu holen, wenn wir vielleicht bald auf Zweihand wechseln. Aber ich gehe mal gucken. Ja. Und ich kann ja auch handeln. Hier. Ich könnte. So, was hat der Boy? Erstmal eine Menge Erz anscheinend. Was ist die krasseste Waffe, die er jetzt hat? Zweihandwaffe. 79. Donnerschlag. Streitaxt, jetzt geht's halt mit Zweihand los, ne? Jetzt gibt's nicht mehr so viel. Schädelspalter. 53, hat unsere nicht 54? Jetzt geht's mit Zweihand los, jetzt gibt's nicht mehr so viel Einhand. Ich habe ja gesagt, wir haben quasi fast die beste Einhandwaffe. Aber warte, wir müssen gucken erstmal, wie viel. Was gibt's denn alles? Na, wir können erstmal hier die Bolzen loswerden. Wir sind ja nicht Bolzenboy. So. Langbogen kann weg. Kriegen ja gleich bei Kavalon neue Bögen. Den guten. So. Dann diese Scheißwaffen hier erstmal loswerden. Aber wir sind schon längst drüber. Scheiße. Das ist schon alles. Ja, ich glaube, warum mache ich mir den Kopf schon hoch? Das ist, damit ich hier das Mikrofon sehe, glaube ich. Okay, dann nehmen wir halt noch ein paar Pfeile mit. Ich habe jetzt keine Lust, wieder alles rauszuräumen. Hä? Hat der keine Pfeile, der Drecksack? Der Drecksack hat keine Pfeile. Okay, dann kommen die halt wieder weg. Na so, passt schon. Ein bisschen Erz. Wir könnten jetzt bei Wolf nochmal vorbei.
auch Erz theoretisch abholen, aber zuallererst gehen wir mal zu Lee, der uns jetzt schon leider die Story spoilert. Das ist sehr doof gelaufen, meiner Meinung nach, oder? Spoilert der mir schon jetzt die Story? Es wäre hart, wenn er mir jetzt die Story spoilern würde. Steht er jetzt schon hier? Der steht schon hier. Story Spoiler incoming. Einst führte ich ein anderes Leben. Ich zählte zu den besten Generälen dieses Landes. Ich habe mein ganzes Leben lang für dieses Land gekämpft. Den Adligen war ich ein Dorn im Auge, denn der König hörte auf meinen Rat. Und sie sahen ihre schmutzigen Geschäfte in Gefahr. Ich habe nicht mit ihrer Hinterhältigkeit gerechnet. Sie haben des Königs Frau benutzt, um mich zu kriegen. Der sinnlose Mord an ihr wurde mir angehängt. König Roba blieb keine Wahl. Meine Verdienste um das Land retteten mich vor dem Strick, aber sie haben mir meine Freiheit genommen. Eines Tages werde ich wieder frei sein. Dann werde ich zurückkehren und ich werde Rache nehmen. Ich werde mich rächen. Tatsächlich hat der Typ echt das ganze Gothic, die ganze Gothic-Reihe hindurch nur Rachegelüste. Ich brauche eine bessere Rüstung. Die Rüstungen? Halt die Klappe. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Gib mir die schwere Rüstung. Diese Rüstung ist das Beste, was du in der Barriere Das Beste, was du in der Barriere bekommen kannst. Bis auf die Magier-Rüstung natürlich. Und die anderen zwei Rüstungen, die noch besser sind. Aber, lol, auf 70. Zack! Jetzt sind wir krass. Jetzt noch eine bessere Waffe, beziehungsweise besseren Bogen. Und dann geht's los, dann geht's los, dann geht's los. Dann sind wir krass, dann könnten wir theoretisch sogar ins Orkgebiet. Da bin ich mir allerdings noch nicht sicher, ob wir das so easy machen. Aber erstmal gehen wir jetzt zu Coverlore und boxen den mal wieder um, klauen uns die geilsten Bögen on Planet. Der hat ja immer irgendwie ein bisschen bessere Bögen als unser guter Freund. Hab seinen Namen vergessen, Wolf. Echt wichtiger Charakter. Hui, hui. Da sind schon wieder low. Keine guten Wachen, wenn die nur ein HP haben. So, jetzt natürlich jetzt... Ich hätte schlafen sollen. Ich bin so ein Affe. Ich kann bei Coverlorn pennen. Kapitelwechsel. Eigentlich müssten jetzt hier wieder ein paar Monster rumfliegen. Eine neue Fliege hier. Blutfliege. Nö. Okay. Aber wir werden ja jetzt, sobald wir eine neue Waffe bekommen haben, beziehungsweise ich mich entschieden habe, ob wir... Ich muss gerade mal hier einmal drehen, einmal so. So. Wenn ich mich entschieden habe, ob wir jetzt auf Zweihand gehen oder ob wir Alchemie lernen. Ich glaube, es wird aber eher Zweihand werden. Und ich weiß, dass ich bis heute immer noch nicht diese Truhe, die da ist, geöffnet habe. Irgendwann. Und dann kommt, da ist Excalibur plus 3 drin, ne? Die ultimative Waffe. Der ultimative Bogen. Alles One-Hit, Feuerschaden, Gegner stirbt, also instant. Aber die sterben ja eh mit Bogen. Ist ja nur mit Waffen so, dass man finishen muss. Ich finde, die hätten eine Waffe machen, einen Waffentyp machen sollen. So wie zum Beispiel hier Knüppel. Da stirbt der Gegner sofort. Oder halt, dass du entscheiden kannst, mit, je nachdem welchen Waffentyp du nimmst, ob der Gegner sterben soll. Oder ob du nur bewusstlos... Was geht denn da ab? Speichern. Steht ja einer. Es ist der Typ, der uns theoretisch... Ist es Scorpio, der uns Bogenschießen, Armbrustschießen beibringt? Hey! Keine Angst, Mann. Komm mal rüber. Kann ich von dir lernen? Kann ich von dir lernen. Wenn du genug Erz hast, zeige ich dir den Umgang mit der Armbrust. Gib mir einfach 200 Erz. Der bringt uns theoretisch Armbrustschießen bei, aber der Zug ist ja schon lange abgefahren. Alles klar bei dir? Alles klar bei dir. Ich habe mich hierher verzogen. Für den Mist, den die Gardisten gerade abziehen, habe ich nichts übrig. Aber ich habe mir ein paar gute Stücke aus der Waffenkammer mitgenommen. Wenn du eine Waffe brauchst, sag mir Bescheid. Habe ich zwei zum Umkloppen jetzt hier? Zeig mit. Oh lol. Stärke plus 20. Geschick plus 20. Dicke Armbrüste mit 90 Schaden. Ah, haben will. Will, dass der Bogen auch sowas macht. Eine Hüterklinge. Ich werde die jetzt beide umboxen, ganz einfach.
Einmal kurz zu Coverlorn, einmal kurz Hallo sagen. Kleinen Streit vergessen wir. Machen wir Coverlorn, ist kein Problem. Zeig mir. Was hast du? 60 Damage nur. Oh, warum habe ich den Scheiß nicht anders gelernt? So, ich boxe sie mal beide um jetzt hier. Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Ja, wir looten den aber erst. Oder wir looten erst die geilen Waffen. Das Zeug. Und das Erz. Wir können ihn ja einfach nochmal umhauen. Wie er einfach immer noch da mit der Waffe steht. Pass mal auf, ich hau dich gleich auch weg. Muss gar nicht so da stehen. Die Waffe. Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Das ist richtig. Dann holen wir uns das. Als nächstes liegt Scorpio mit seiner... Er ist aber schon bereit, ne? Man merkt schon. Ich hoffe, dass er es auch trotzdem noch mit mir handelt. Ich speichere lieber mal. Jetzt boxe ich Scorpio um. Der hält aber einiges aus. Aber jetzt nicht mehr, weil jetzt hat er keine Waffe mehr. Geil, alles unsers. Alter Vater. War da so ein Dingsschwert bei? Gucken wir gleich mal. Quatschen wir nochmal mit Scorpio gleich, gucken, ob er noch mit uns handelt. Klarer Sieger, würde ich sagen. Bleib liegen, Scorpio. Bleib einfach liegen. So. Haben wir hier vielleicht einen... Ne, können wir immer noch nicht. Wir müssen das Fleisch mal loswerden. So, was haben wir jetzt? Was haben wir gerade für ein Halsding? Stärke plus 10 in Stärke plus 20. Und wir haben auch 10, 20 Geschicklichkeit. Das können wir gleich mal ausprobieren, ob wir dann mehr Geschicklichkeit haben. Du wirst wenig Zeit haben. Ja. Geht's dir noch gut so? Willst du dich noch mal? Nee, will ich nicht. Ich will noch mit dir handeln. Zeig mir. Geil, mach dann noch. Idioten, ey. Alles Idioten. So, wir gehen pennen. Hier. Kann man Gott sei Dank. Das sind noch die Molarats. Die habe ich immer noch nicht getötet. Okay, ich töte jetzt die Molarats. Ist gut. Kommt her. Kommt her. Zack. Ich brauche eh euer Fleisch. So. So. Ja, damit. Kann ich das noch mitnehmen? Heilkraut, falls ich noch Heiltränke später herstellen muss. Wir gucken uns das ja gleich mal an. Leute, ich kann da nicht rein. Okay. Ist wohl ein Geheimnis. Wir hätten jetzt theoretisch 65 Stärke dadurch. Jetzt gucken wir mal. Was tue ich? Wenn ich jetzt das Ding ablege und das Geschicklichkeitsteil anziehe, haben wir mehr. Wir haben 120 Geschick. Wie gesagt, das Problem ist, ich sehe da nicht, dass wir mehr Schaden machen. Wenn wir nochmal auf eine Blutfliege treffen. Wir können ja mal testweise. Ich glaube, ich weiß, wo noch Blutfliegen sind. Ich musste auch mal da hingehen. Aber Moment, ich könnte noch den besseren Bogen ausrüsten eben. Moment, hier wollte ich nochmal gucken. Ah, Tatsache. Vollstrecker gibt's hier. Einhand. Berserkerwut. Ist auch Einhand. Nochmal. 70 Zweihand. Okay, es gibt doch irgendwie noch bessere Einhandschwerter. Berserkerwut hätten wir hier. Vollstrecker. Gardistenhand. Schlechte Zweihänder. Sturmgeflüster. Die sieht halt cool aus, ne? Okay, wir haben doch noch eine bessere Einhand gefunden. Das macht's wieder unnütz. Das macht Zweihand wieder schlecht. Nicht Zweihand. Ja, erstmal ja. Und zweitens unseren Bogen noch schlechter wie immer. Der jetzt 56 macht und der macht jetzt 68. Das ist überhaupt nicht viel mehr. Stattdessen gibt es eine 90er Armbrust. Benötigt Geschicklichkeit. Die brauchen Geschicklichkeit. Ich dachte, die brauchen Stärke. Na, jetzt habe ich das gelernt. Aber gut zu wissen fürs nächste Mal.
So. Wir haben jetzt auch coolere Waffen anscheinend bekommen. Von Scorpio oder so. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube. Bedeutet, wir sind jetzt krass. Wir können jetzt theoretisch auch einfach mal da lang gehen. Oh Gott, wir töten halt immer noch die Wichser nicht One-Hit. Jetzt treffe ihn doch mal! Es ist halt... Wir machen halt echt nicht viel Schaden mehr mit Bogen. Es ist halt echt lächerlich. Aber naja, so ist es halt. Ich würde jetzt gerne mal... Mache ich jetzt auch mal. Ihr habt gesehen, wir haben nicht viel Schaden bekommen, aber... Durch die bessere Rüstung. Ach, das ist ein Varan. Scheiße. Können uns jetzt hier mal ein bisschen umsehen. Einfach mal machen. Bisschen Schinken. Hier kann man pennen. Oder? Ne, kann man nicht. Okay. Dann halt nicht. Was gibt's hier sonst so? Hier links ist, glaube ich, irgendwie was. Wasserfall, okay. Einfach mal alles töten hier. Also war auf jeden Fall die falsche Wahl, Bogen zu nehmen. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt müssen wir damit leben. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Enderal. Hab mich wieder für die Geschicklichkeitsklasse entschieden. Krieg wieder auf die Fresse, weil die scheiße ist. Mach's aber nicht wie ein Enderal. Enderal habe ich gecheatet. Spoiler. Ohne dass es einer mitkriegt. Hat nie einer drunter geschrieben. Boah, du hast gecheatet. Hab ich immer heimlich gemacht. Außerhalb der Aufnahme. Hat mir Geld ercheatet. Weil, man muss sagen, in Enderal braucht man Geld, um besser zu werden. Nicht irgendwie großartig XP oder so ein Quatsch. Hauptsächlich Geld. Und das ist das, was einem beim Let's Play natürlich mangelt in so einem riesigen Open-World-Spiel, wo man eigentlich viele Nebenquests machen muss, um an Geld zu kommen, die man aber nicht macht, weil die Story allein schon 100 Stunden geht. So, was haben wir hier? Eine Spruchrolle. Keine Ahnung welche. Was ist das denn? Totenhaufen. Okay. Gut, es geht schon wieder. 22 Minuten, die Folge. Ich werde aber nochmal kurz da links hingucken. Nein, die Folge ist ja okay. Wir haben ein neues Kapitel bekommen. Ah, wir haben vergessen, bei dem Erzlappen vorbeizugehen und uns auch neue Halsdinger zu besorgen. Aber wir haben ja jetzt Gott sei Dank auch welche bekommen. Heißt, wir können Ringe kaufen. Oh. Was geht denn hier ab? Ork-Krieger. Kritte sie doch weg! Kritte! Sehr gut. 300 schöne XP. Krusch-Sachen mitnehmen. Sie mehr Orks? Hallo, da bin ich! Was gibt es? Nicht so viel. Tränke, okay. Das war's? Zwei Orks bewachen hier das alles? Ist doch eine Falle, oder? Wir haben auch noch keinen Lebenstrank bekommen, oder? Dass wir mehr Leben dauerhaft haben. Wir haben sogar die, ich glaube, die Magierhändler oben uns angeguckt. Also der eine Torres oder so, der da war, der Fußballspieler, der jetzt Magier geworden ist, weil seine Fußballkarriere ja scheiße gelaufen ist mittlerweile. Ist er jetzt dann Magier in der Barriere geworden und bei dem hatten wir ja, glaube ich, geguckt, der hatte auch keine Permatränke, ne? Weil Geld ausgeben für Permatränke ist immer worth. Gerade wenn man halt auf Max-Level ist, Geschicklichkeit wie wir, wobei ich glaube, das bringt nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Geschicklichkeit ist, glaube ich, nicht so mega worth. Wir hätten dann fucking Armbrust machen sollen. Ich wusste nicht, dass Armbrust... Ich dachte, Armbrust ist wie bei Gothic 2 auf Stärke. Dass man da Stärke für braucht. Ich meine, die Schussfrequenz ist zwar geringer, ja, aber dafür macht es halt auch mehr Schaden. Also, also man spart Pfeile. Waren wir da drin? Ja, wir waren hier überall, ne? Hier ist nichts mehr. Okay. Da oben ist noch ein Turm, da könnte man nochmal hin. Ich glaube, da ist auch nichts Großartiges. Aber naja.
Bedeutet, wir können jetzt nochmal ein bisschen XP farmen in der nächsten Folge. Vielleicht schon. Vielleicht auch erst in der übernächsten. Muss ich mal gucken, je nachdem, was jetzt passiert. Und dann werden wir... Ja, im Endeffekt XP farmen. Könnte nochmal... Ja, ich weiß nicht. Könnte sein, dass wir nächste Folge direkt eine neue Rüstung bekommen. Eigentlich vielleicht unnütz, die zu kaufen, aber ich wusste eh die Werte nicht mehr. Obwohl, die hätte ich auch nachgucken können. Kann sein, dass die Robe 80 Rüstung hat. Die hat 70, ne? Ja. Mal gucken. Ich meine, uns Erz ist es ja egal. Wir haben ja eh genug. Ich speichere hier. Wir machen Schluss. Wir haben immer ein neues Kapitel erreicht und uns neu ausgerüstet. Müssen nochmal zu dem Erztypen, zu Kronos gehen, in der Mitte des neuen Lagers und gucken mal wegen hier, Fingerschmuck und vielleicht sogar noch eine andere Halskette. Vielleicht haben wir eine, die C10 bringt oder so. Wäre mir eigentlich nicht lieber, weil wir ja wahrscheinlich dann jetzt doch vielleicht eher in Richtung, oh, Entschuldigung, Stärke gehen. Aber okay, wir gucken mal, was die nächste Folge mit sich bringt und was in der nächsten Folge so alles passiert. Bis dahin, Wiedersehen. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Tschüssi.